Hallo und willkommen in der neuen Woche und damit auch willkommen bei den Cityvision-Nachrichten. Zwei Männer hatten sich in der Nacht zum Sonntag überlegt, ab Mönchengladbach auf eine ungewöhnliche Art schwarz zu fahren. Im Gladbacher Bahnhof kletterten sie auf einen Güterzug. Erst in Niedersachsen entdeckte der Lokführer die blinden Passagiere auf dem Dach eines Waggons. In Bückeburg hielt der Zug dann unplanmäßig an. Dort erwischten die Bahnbediensteten einen der beiden Männer. Der zweite konnte entkommen. Der blinde Passagier ist 36 Jahre und war während seiner riskanten Fahrt stark angetrunken. Wohin der Mann aus Mönchengladbach auf diese lebensgefährliche Art und Weise reisen wollte, ist noch unklar. Zwei St. Martins-Freunde aus Brüggen haben gemeinsam mit mehreren Mönchengladbacher St. Martins-Vereinen eine ganz besondere Bewerbung auf den Weg gebracht. Das St. Martins-Fest soll, so wie wir es feiern, Weltkulturerbe werden. Mit dem Antrag möchte man bei der UNESCO diesen Titel erreichen. Der Antrag wurde jetzt beim zuständigen Zentrum für Kultur und Bildung NRW eingereicht. Mit dem Titel als Weltkulturerbe will man auch verhindern, dass das Martinsfest verändert oder sogar umbenannt wird, wie zum Beispiel in Sonne, Mond und Sterne fest, wie es ein Politiker der Linken gefordert hatte. 7 Uhr morgens war es am Sonntag, als zwei junge Männer aus der Altstadt nach Hause gehen wollten. Auf der Waldhausener Straße trafen sie auf zwei unbekannte Männer, die sich erst mit ihnen unterhielten, dann aber plötzlich auf die beiden jungen Männer einschlugen. Die Angreifer stahlen Handys und Brieftaschen. Die Polizei erwischte sie wenig später. Sie sind beide 23 Jahre alt und polizeilich noch nicht auffällig geworden. Sie wurden am gleichen Tag noch auf freien Fuß gesetzt. Morgen findet im Reiter-Rathaus eine Sondersitzung statt. Die Bezirksvertretung Nord und der Planungs- und Bauausschuss beraten ab 15 Uhr, wie es mit dem Maria-Hilf-Gelände weitergehen soll. Das Krankenhaus zieht im Frühjahr komplett um, und zwar ins Krankenhaus St. Franziskus auf der Viersener Straße 150. Aufgrund der zentralen, innenstadtnahen Lage ist das Areal städtebaulich interessant. In der Sitzung wird auch der Start der Entwurfswerkstatt besprochen. Darin sollen Gruppen wie Eigentümer, Stadtverwaltung oder Bürger eigene Ideen entwerfen. Und wir bleiben gleich beim Thema Umgestaltung. Die Mönchengladbacher Zentralbibliothek muss dringend saniert werden. Dazu gehört auch eine Erweiterung des denkmalgeschützten Gebäudes. Architekturstudenten aus Düsseldorf hatten dafür einen Wettbewerb ausgerichtet. 17 Studenten haben jetzt ihre Entwürfe eingereicht. Ab Freitag, den 20. Oktober, werden sie bis zum 2. Dezember in der Stadtbibliothek ausgestellt. So, und jetzt habe ich noch eine gute Nachricht für Sie, oder besser gesagt, die Kollegen aus der Wetterredaktion haben die für Sie. Morgen gibt es auch wieder ganz viel Sonne, aber sehen Sie selbst, hier ist unsere Vorhersage. Heute Nacht bleibt es klar bei angenehmen 16 Grad. Morgen wird es sonnig, die Höchsttemperatur liegt bei 21 Grad. In der Nacht kühlt es sich dann wieder bis auf 14 Grad herab. Und hier die weiteren Aussichten. Am Mittwoch erwarten Sie warme 21 Grad. Der Donnerstag zeigt sich ähnlich wie der Vortag, die Spitzentemperatur liegt ebenfalls bei 21 Grad. Am Freitag wird es wieder herbstlich, erwartet wird unbeständiges Wetter um die 16 Grad. Unerwartet trifft es einen meistens am schlimmsten. Deshalb seien Sie gewarnt, geblitzt wird morgen in Mönchengladbach auf der Fliehstraße, in Krefeld auf der Anraterstraße und der Havelsstraße, sowie in Tönis-Forst-Kehn auf der K13. Cityvision wünscht eine gute Fahrt. Und herzlich willkommen zu Cityvision, das Magazin am Montag. Montag ist für viele ja der härteste Tag der Woche. Das Positive mal zuerst, lang dauert der Montag nicht mehr. Damit der Tag wenigstens schön endet, schauen Sie doch mal bei unseren Themen rein. Ärger im bunten Garten, Graffiti auf dem Spielplatz. Pferde helfen heilen, Reittherapie in Mönchengladbach. Süß und noch zu haben, MG für alle Fälle. Und Leckeres zum Nachkochen, der Cityvision Rezepttipp. Jetzt bei Cityvision das Magazin.
Ist das Kunst oder kann das weg? Ein Spruch, den man oft hört, wenn es um abstrakte Kunst geht. Was vor kurzem schon wieder im bunten Garten passiert ist, kann aber in jedem Fall weg. Denn schon wieder wurde der Spielplatz dort mit Graffiti beschmiert. Cenk Cidem und Sina Stinzhoff haben sich das Ausmaß des Vandalismus mal angeschaut. Schönes Graffiti, schlechtes Graffiti, Kunst, Schmiererei. Ja, den Spielplatz im bunten Garten hat es schon wieder getroffen. Schon wieder wurde ein Spielgerät mit schwarzer Farbe besprüht und verunstaltet. Vor 2 Jahren wurde fast kein Spielgerät verschont. Diesmal musste zwar nur diese Rutsche als Sprühuntergrund herhalten, das ist aber nicht weniger ärgerlich. Das nervt, vor allen Dingen, weil auch die Bürger uns hier wirklich unterstützen. Wir haben Geld eingesammelt, wir haben diesen Spielplatz ermöglicht. Mittlerweile sind hier schon enorme Gelder hineingeflossen und es wird angenommen. Man sieht also Autoschlangen, teilweise haben wir schon Parkplatzprobleme. Ja. Der Spielplatz ist wirklich gefragt und dann sind diese Schmierereien natürlich immer gemein. Ne? Man hat keiner Freude dran und ich glaube, derjenige, der sie verursacht, der will einfach nur mehr Öffentlichkeit. Aber es wäre schöner, er würde doch irgendwo anders seine Kunst vollziehen. Zumal man diese schwarzen Zeichen hier wohl kaum als Kunst bezeichnen kann. Die Konsequenz, die Schmiererei muss natürlich wieder entfernt werden. Mittlerweile ist das Netzwerk Bunter Garten schon selbst mit allerlei Graffiti-Entfernern ausgestattet, weil alle 6 Monate irgendwas beschmiert wird. Doch bei diesen Zeichen hier haben die Mittel nicht geholfen, also mussten Profis ran. In diesem Fall hat uns eine Firma geholfen aus Wickrath, die haben sehr professionelle Geräte und die haben sich angeboten, das zu tun. Auch die haben Kinder und haben gesagt, wir möchten das unterstützen und wir möchten, dass der Spielplatz ein schöner Spielplatz bleibt. Wir sind jetzt froh und hoffen, dass es gut klappt. Im Klartext, die Firma von Blankenstein aus Wickrath nimmt für die professionelle Entfernung kein Geld. Im Normalfall würde diese Arbeit hier einen 3-stelligen Betrag kosten. Auch der Profi ärgert sich über Schmierereien, auch wenn er mit deren Entfernung eigentlich sein Geld verdient. So in der eigenen Stadt, Graffitis sind natürlich ärgerlich, auch wenn man Geld mit verdient, aber ich habe es lieber sauber da, wo ich wohne zumindest. Ne? Und sind meistens auch keine Künstler in dem Sinne, die wirklich Graffiti-Kunst beherrschen. Da habe ich auch noch nie eins von entfernt, sage ich mal so. Ne? Das meiste sind halt nur Schmierereien, wahrscheinlich von irgendwelchen Heranwachsenden. Mittlerweile sind die Schmierereien auf einer Seite schon fast wieder verschwunden. Doch mit der schwarzen Farbe verschwindet auch der grüne Anstrich. Der Graffiti-Entferner kann halt nicht unterscheiden zwischen guter Farbe und schlechter Farbe, ob er das Graffiti nur runternimmt oder auch die Untergrundfarbe. Deswegen muss man in den meisten Fällen dann nochmal neu überstreichen. Das soll dann in den nächsten Tagen passieren. Auch da hofft das Netzwerk Bunter Garten auf die Unterstützung lokaler Firmen, um Geld zu sparen. Geld, was den Kids wirklich zugutekommt. Können wir hier in schönere Dinge ausgeben. Wir planen, den Bolzplatz zu erneuern. Und da soll so ein Geld reinfließen und nicht in Graffiti-Entfernung. Ja. Es gibt viele Menschen, auch bei uns in der Region, die auf irgendeine Art von Hilfe angewiesen sind. Wir haben bei einem Besuch beim Reitstall Zauberwichtel festgestellt, dass Pferde eine Riesenhilfe sein können. Wie genau und wem die großen Tiere helfen, das sehen Sie im nächsten Bericht. 1, 2, 3. Geschafft. Geschafft. Supi. Calimero und ich machen Ausflug in den Wald. Bevor es mit dem Ausflug für Claudia losgeht, muss aber erstmal Therapiepferd Calimero vorbereitet werden. Claudia leidet an einer psychischen Krankheit und ist im Rahmen des betreuten Wohnens bei der Reittherapie bei den Zauberwichteln in Hehen mit dabei. Therapeutin Jennifer betreut sie schon seit 4 Jahren und ist von den Fortschritten, den sie mit den Pferden gemacht hat, begeistert. Also eine Anfangssituation bei uns am Stall war, dass ihr eine Miteinstallerin gesagt hat, wie sie das Pferd putzen soll. Und sie ist ausgeflippt und konnte diesen Konflikt gar nicht, also dass ihr jetzt jemand was gesagt hat, war total negativ. Und da wird sie sehr laut und aggressiv, also verbal aggressiv sehr. Und das ist absolut zurückgegangen, weil sie einfach merkt, dass sie das bei den Pferden nicht so machen kann. Das mögen die Pferde nicht und das hat sie gelernt. Und deswegen kann sie halt, wenn sie bei den Pferden ist, das schon ziemlich gut kontrollieren. Und da hat sie richtig Fortschritte gemacht, einfach was das angeht. Die Pferde reagieren auf die Menschen, die sich bei ihnen aufhalten.
Ist Claudia laut und aufgebracht, überträgt sich das auf die Pferde. Im Laufe der Therapie hat sie gelernt, dass sie den Pferden ruhig und gelassen gegenübertreten muss, damit Patient und Pferd zusammen eine Einheit bilden können. Ich musste erst mal Vertrauen gewinnen zu Kali. Am Anfang ist es auch schwer für mich gewesen. Ne? Ich habe erst mal Schiss gehabt, auf dem Pferd raufzugehen. Aber legt sich ja mit der Zeit. Ne? Das legt sich. Mittlerweile gibt es beim Vertrauen aber gar keine Probleme mehr. Kali ist quasi schon mein Freund. Mama. Albert, oh, Hilfe. So. Ja, der zeigt mir Zuneigung, Liebe, Vertrauen. Ja. In erster Linie ist ja wichtig, ne? Für Tier und für Menschen. Muss man ja auch sagen. Ne? Und dann geht es für Claudia, Calimero und Jennifer ins Feld. Fühlen sich die Patienten auf dem Pferd so wohl wie Claudia, kann auch dort weitergearbeitet werden. Sehr gut. Und einmal entspannen. Einmal tief einatmen. Mal die Luft vom Feld riechen. Die Wärme vom Pferd fühlen. Einfach entspannen. Neben den Übungen erfährt Claudia aber auch Erfolgserlebnisse, indem sie Calimero zum Beispiel zum Anhalten und Weiterlaufen bringt. All das stärkt die Verbindung zwischen Patientin und dem Pferd. Kali, mit dir los. Ja, gut. Bisschen weniger das Bein. Reittherapeutin Jennifer ist während der gesamten Stunde ganz nah an Pferd und Patient. Ganz ruhig und gelassen geht sie auf die Bedürfnisse von Claudia, aber auch von Calimero ein. Also es ist halt so, dass man sein eigenes Hobby früher, das, was man als Kind immer schon selber gemacht hat, plötzlich beruflich umsetzen kann. Und dass man dann noch Menschen helfen kann, ist natürlich mega gut. Ja. Die nächsten knapp 2 Minuten gehören jetzt den Tierliebhabern. Bei Mönchengladbach für alle Fälle stellen wir Woche für Woche ein neues Tier aus dem Gladbacher Tierheim vor. Nachdem sich die letzte Woche um Hunde drehte, sind dieses Mal wieder die Katzen dran. Und bitte. Diese kleine Maus hat uns heute die Dreharbeiten richtig erschwert. Denn Monja wollte nur Streicheleinheiten genießen. Die 5 Jahre alte Katzendame ist etwas schüchtern, aber sehr verschmust und liebebedürftig. Sie braucht schnell ein neues Zuhause mit liebevollen Besitzern. Monja kann auch in einer Wohnung mit einer anderen Katze gehalten werden. Falls Sie Interesse an Monja gewonnen haben, können Sie sich beim Tierschutz Mönchengladbach melden. Nicht nochmal mit dir, das ist eine neue Single und damit will er jetzt ganz nach oben Schlagersänger Miguel Luxo bei mir im Backstage Talk. Morgen bei mir im Backstage Talk Schlagersänger Miguel Luxo. Jetzt mehr erleben mit dem megaschnellen Glasfaseranschluss der NEW. 200 Mbit pro Sekunde im Download und im Upload. Internet, Telefon und DGTV. Jetzt Verfügbarkeit online checken unter www.new-glasfaser.de. Deine beste Connection. Highspeed-Internet ohne Limits. Für ein Land ohne Grenzen. Willkommen im Was-das-geht-Land. Willkommen bei Unity Media.
deine beste Connection. 24 Monate Highspeed-Internet, jetzt für 24,99 im Monat. Nur noch bis 29.10. Willkommen bei Unity Media. Jetzt mehr erleben mit dem megaschnellen Glasfaseranschluss der NEW. 200 Mbit pro Sekunde im Download und im Upload. Internet, Telefon und DGTV. Jetzt Verfügbarkeit online checken unter www.new-glasfaser.de. Vom 24. bis zum 27. Oktober findet im Schloss Reit der Märchenfilmworkshop Rapunzel, lass dein Handy herunter statt. Kinder zwischen 9 und 11 können dort von 10 bis 13 Uhr aus einem Märchen ihren eigenen Kurzfilm erstellen. Der Workshop kostet 37 Euro. Anmeldungen sind an der Museumskasse möglich. Für alle Älteren kommt jetzt noch ein weiterer Veranstaltungstipp. Zehn Jahre Vinylparty in Mönchengladbach. Am 21. Oktober lädt das Messaggero zur großen Jubiläumsparty. Dann heißt es 10 Jahre Heos Kultpalast, die Party mit dem Kassettenlogo. Dort gibt es Rock, Soul und Funkmusik direkt von der Schallplatte auf die Tanzfläche. Ebenfalls mit von der Partie ist DJ Luca, bekannt aus Diskotheken wie der Box und dem Rossi. Zur Abkühlung gibt es auch dieses Mal wieder Wassereis for free. Besonderes Highlight ist ein Mitsingkonzert mit Klassikern aus 10 Jahren Kultpalast. Damit auch jeder mitsingen kann, werden die Texte auf Leinwände projiziert. Karten gibt es bereits ab 5 Euro im Vorverkauf und an der Abendkasse. Studenten zahlen 4 Euro. Von den Tierliebhabern kommen wir zu den Gourmets. Denn auch heute gibt es natürlich wieder unseren Rezepttipp für Sie. Also machen Sie sich bereit zum Nachkochen. Die ganze Redaktion wünscht schon mal guten Hunger. Viel Spaß! Hallöchen, heute habe ich mir gedacht, machen wir ein schönes Schweinefilet, eben also ein Kräuterschweinefilet im Speckmantel, wickeln nachher den Speck drum. Dazu brauchen wir Schweinefilet, Bacon, also durchwachsenen Bauchspeck, Zucchini, Thymian, Salbei oder Oregano, frischen Rosmarin, Kartoffelchen, ein Beerenmix, Zwiebeln, ein bisschen Margarine für die Pfanne, Salz, Pfeffer und ein bisschen Rotwein zum Ablöschen und Deko, wer Deko mag. Zuerst schneiden wir uns Schweinemedaillons ab. Platzieren die klein bisschen. Unser Speckmantel drum. Wer auf Nummer sicher gehen will, macht so ein Holzspießchen seitlich rein. Ich nutze jetzt einmal das Spießchen zum Durchstechen, um mir gleich die Kräuter reinzusetzen. Nehmen wir Thymian, ein Blatt Salbei und Rosmarin. Schieben das so ein bisschen durch. Setzen unsere Pfanne auf. Zwischenzeitlich schon mal unsere Kartoffeln schneiden. Ich mag es ja ganz gern mit Schale. Von allen Seiten schön anrösten, vor allem der Speck gleich an der Außenseite, dass wir so ein bisschen drehen immer. Zwischendurch kann man so unsere Zucchini vorbereiten. Schöne, heftige Stücke. Einmal auf die andere Seite. So, und von der Seite schon ein bisschen mit Salz, Pfeffer. Ein
seitlich. Und dann geben wir die gleich zum Ruhen in den Ofen. Und derzeit machen wir uns unsere Sättigungsbeilagen fertig und unsere Soße. Geben wir die einfach auf dem Blech in den Ofen. Zum Ruhen bei 80 Grad ungefähr. Ein bisschen Margarine rein, muss gleich die Zucchini zu lasieren. In unsere Speckpfanne. Ein paar Zwiebeln anrösten, lasieren. Ein, zwei Thymianzweige dazu. Glasig sind, frische Beeren dazu, hier in dem Fall Himbeeren, Blaubeeren und Johannisbeeren. Mit durchschwenken. Als Pfeffer würzen. Gleiche hier für die Zucchini. Salz. Thymianzweig. Die Beeren löschen wir mit Rotwein ab. Lassen das Ganze jetzt schön einreduzieren, was uns gleich unseren Soßenspiegel gibt. Hier schön frischen Rosmarin mit rein, Salz und Pfeffer. Unsere Soße schmeckt manchmal ein bisschen ab. Ein bisschen Zucker oder Kassis kann man auch noch dran geben. Wenn die schön goldgelb sind, müssen wir nur noch anrichten. Nehmen hier aus der Soße unseren Thymianzweig raus. Ja, richtig schöne, kräftige Rotwein-Beeren-Jus. Ein bisschen als Spiegel runter. Fertig ist das schön fruchtig leichte Schweinefilet im Kräutermantel. Das war's schon wieder mit Cityvision, dem Magazin. Morgen kümmern wir uns dann um den Aufschwung der Borussia und die Erstellung eines Sandmandalas. Also unbedingt wieder einschalten. Bis morgen. Sendung verpasst? Auf cityvision.de findest du jeden Tag die aktuelle Sendung. Hallo und herzlich willkommen bei cityvision, das Magazin an einem... Das Programm der Woche auf einen Blick und alle wichtigen Infos rund um dein Stadtfernsehen. Klick dich in die Mediathek.
und stöbere auf unserem YouTube-Kanal durch unsere Beiträge. Folge uns auf Facebook und zeig uns deine Meinung mit einem Like oder Kommentar. www.city-vision.de Ihr Produkt oder Unternehmen setzen wir ins rechte Licht, zum Beispiel in einem Image- oder Werbefilm. Ihre Präsentation oder Veranstaltung bringen wir mit unserer Live-Technik auf die große Leinwand. Mit digitaler Schnitt- und Bildbearbeitung geben wir Ihren Aufnahmen einen professionellen Anstrich. Ton- und Sprachaufnahmen verleihen wir den richtigen Klang. Wir begleiten Ihr Projekt von der Aufzeichnung bis zur Massenkopie, ob TV, Kino oder interne Nutzung. City Vision, Ihr Partner für audiovisuelle Medien. Sie haben ein ausgefallenes Hobby? Ich gehe heute zu meinem Anti-Aggressionstraining. Einen außergewöhnlichen Beruf. Oder eine kuriose Leidenschaft. Kröten finde ich genial. Also Kröten, muss ich sagen, niedlich. Dann schicken Sie uns Ihre Story an presse@city-vision.de. Oder rufen Sie uns an unter 02161 2999 5220. City Vision, wir zeigen, was Mönchengladbach bewegt. Das fasziniert einfach.